Was immer wieder. Ihr wisst schon wo. Unterwegs als wie. In Night City. Und wir sollen. Oder beziehungsweise Blue Moon, die von dieser Girl Group, hat uns gebeten, dass wir ihr helfen. Und das werden wir jetzt machen. Schauen wir mal, was die will. Opa! Ein eleganter Hupfer. Ja, ja, ja. Nichts passiert, nichts passiert. Ruhig bleiben. Das wäre normalerweise nicht so glimpflich für uns ausgegangen. Aha. Wird der Motorradabstellplatz sein, dann stellen wir uns gleich dazu. Anschauen, aber nicht angreifen, gell? Na gut. Da haben wir uns das beste Wetter ausgesucht zum Warten, ne? Nein, macht ja nichts. Setzen. Hey Jungs! Keine Sorge! Ah, da ist er. Ist da, super! Okay, hör zu. Ja, ich steh gleich auf und laufe ein bisschen rum, okay? Sobald ich dich anrufe, folgst du mir. Aber nicht zu nahe, okay? Okay. Sonst merkt mein Stalker, was Sache ist. Halte die Augen offen. Achte auf verdächtiges Verhalten, wie wenn jemand mich beobachtet oder mir nachspioniert oder sowas. Verstanden. Okay. Na los. Schaut aus wie ein Mager. Oben auch ein Auge auf mich. Drück mir die Daumen. Ist das ein Kind oder ein Teleportaner? Okay, du kannst gehen. Ach so, das ist der Schießstand in diesem anderen Waffengeschäft da unten. Das ist immer die Schießerei. Sonny, darf ich ein Bild mit dir machen? Ich bin ein Riesenfan. Ja, wie ist dein Name? Green Cloud. Green Cloud. Das ist vielleicht das Mädel? Verpiss dich! Du verscheuchst meine Kunden! Soll ich helfen? Bin ich ja weg? Verzeih dich! Du bist gebürgert! Das ist schon etwas.
du dein Honig klein machen? Sehe ich aus wie eine Bank? Komm schon, ich habe kein Wechselgeld. Dein Problem, nicht mein. Wir sind der Detektiv, jetzt habe ich ziemlich viel und lang geschwiegen. Ja, einer kommt dann auch. Meine Lippen brennen! Heiß! Wie, was war das denn? Noch so ein Widerling und ich muss kotzen. Wir waren echt überall. Aha. Vielleicht ist er nicht hier. Vergiss es einfach, wie. Ich sag Red Menace, dass sie uns abholen können. Was war die? Du solltest niemanden umbringen, aber vielleicht ist es besser so. Naja, was nicht. Hör mal, ich bleib hier und gehe sicher, dass das nicht an die Geier von der Presse geht. Deine Eddies überweise ich dir, sobald ich zu Hause bin. Versprochen. Hab keine Eile. Bis dann, Blue Moon. Und pass auf dich auf. Blumen steht auf, Blumen geht ins Bad, Blumen duscht, Frühstück, am PC mit Fitnesstrainer, sieht fern mit WF, vielleicht Haus im Geschäft, ist damit. Na, habe der. Ja, das ist der Zeitpunkt, ne? Der hat sich weggeblieben, auch nicht schlecht. So was zum Einkübeln wahrscheinlich nicht, ne? Tja. Dass der Cannabis sagt, das ist laut. Kann man den nichts wegtun? Das ist ja nicht wurscht. Ja, er wird ein bisschen nervös. Da der Monsignore die Lippen brennen, ne? Brauche ich auch mal einen Kanister? Dann ist keiner da. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen auffällig, wenn man mit der da spazieren gegangen, ne? Aber ach, der nächste ist normal, das ist mein Freund, der ist nur ein bisschen angesoffen. Nicht schießen! Nein, ich tue nichts. Ist nur ein bisschen. Was habt's denn alle? Ah, ja, da setzen wir's her. Ja. Mis amigos te encontrarán! Du, ich hab da deine Freundin zugebracht. Schlaft. Der muss da gleich mal kurz einmal umschauen, ein bisschen. Wie? Aha. Versuch reinzukommen. Versuch reinzukommen. Wenn ich den Code wüsste, ne? Pass auf, da müssen wir natürlich, Technologie ist es nicht, Artikel ist auch nicht. Der war da wieder. Notizen. Das ist es nicht. Jetzt müssen wir schauen, ob wir nicht irgendeinen einen Splitter haben. War das nicht irgendwas mit 37, 42 oder irgend sowas? Wir haben schon mal ein, zwei Mal irgendeinen Code bekommen für irgendwas. Wie versuch reinzukommen?
bisschen mehr hätte er schon sagen können, ne? Leute, da schauen wir kurz, oder? Das ist ja auch ein bisschen Detektivarbeit. Das ist ja gar nicht so uninteressant. Für euch ist vielleicht Fahrt, für mich ist das gerade recht spannend, weil irgendwie würde ich da jetzt schon gern hineinschauen in diese... Wer weiß, was da drin ist. Irgendwas Verstecktes, irgendwas Geiles. Ihr habt es ja gesehen. Damals zufälligerweise zu der Garage gegangen, haben es aufgebracht und jetzt haben wir ein geiles Motorrad, ne? Wer es nicht gesehen hat, das war die Folge Highwayman. Und angefangen hat das Ganze... welche Folge war das? Das ist mit der Sixth Street, wo wir da diesen Schießwettbewerb mitgemacht haben, wo wir die eine geile Waffe gekriegt haben, die legendäre. Auf die Dächer, wo wir immer vorher Stamperl trinken hat müssen. Und da hinten war die eine Garage, was dann quasi das Detektiv-Quest Highwayman freigeschalten hat. Wo man auch keine Markierungen auf der Map gehabt hat, ne? Du hast wirklich suchen müssen und das ist sowas, finde ich eigentlich sehr geil. Und da werden wir halt jetzt kurz durchschauen, Leute, das hilft nichts. Gehört auch dazu. Na, ab, nix. Das meistens sind es vierstellig, die Codes. Gut, da ist einmal nichts. So. Mache ich das einmal zu. Welt wird es ja nicht gewesen sein, weil das ist ja nur im Schatten der Megagebäude. Das ist ja nur bla bla. Das ist ja eigentlich eher so Art. Es ist zwar nicht Literatur, aber Religion und Philosophie, also unter dem wird es auch nicht sein. Sonstiges, archivierte Gespräche. Da könnte es natürlich irgendwo dabei sein, aber die sind normalerweise von dort, wo wir irgendwem umgebracht haben. Ja. Das die archiviert, das wird es nicht sein, Literatur schon gar nichts Sonstiges. Zu Hause ist überhaupt das Beste. Ein Spaß für Jung und Alt. Cyberpsychos kann ich mir nicht vorstellen, dass es da dabei war. Broschüren auch nicht. Lyrik schon gar nicht. Personen. Oh shit, oder was? Was könnte es gewesen sein? Und da was könnte es gewesen sein? Sagt's mir das. Helft's mir bitte. Welt vielleicht? Aber ich habe mir auch irgendwo dann mal einen Code aufgeschrieben. Das hat man natürlich nur wissen, wo der steht, ne? Da habe ich einen 1313, habe ich da auch einen Code? Könnten wir mal probieren. Vielleicht ist es ja. Aber ich glaube, das war was anderes. 7342 könnten wir auch probieren. Hm. Ah, das ist da nicht. Das ist nicht das. Das ist wirklich nur, es muss unter Notizen sein, aber unter Notizen, also Welt, so Notizen.
Bist du ein Arsch? Also das ist ja auch nicht gerade wenig zum Lesen. Ich lese euch das jetzt nicht vor, gell, Leute? Weil da machen wir dann nichts anderes mehr. Und wie man sieht, zu lesen gibt es, zum Lesen gibt es genug. Leider. Nix. Ich glaube schon, dass wir irgendwo was haben. So, wir werden es jetzt einfach mal probieren. Probieren wir mal 13. 13. Nix. Es wird ja nicht schon wieder das vom Motorrad sein. Ne? Was war das schnell für Datum? 0214, ne? Was war das für ein langer Code vorhin? Entschuldigung, da hat es hinter mir die... Wenn es dazu ist, zieht gerade ein bisschen. Oh mein Gott sei Dank, ist richtig angenehm. Und wir haben uns ja Sixt genannt, Nächste. Wir haben uns ja... Der Carrie, was ist denn? Wie läuft's? Schauen wir da einfach mal zurück. Wieso ist das jetzt weg? Fahrzeuge zu verkaufen. Den haben wir uns gekauft. Habe ich mal gegönnt, weil wir ja gesagt haben, das ist geil zum Fahren. Und da haben wir auch ein bisschen das Ausschauen geändert. Da nix. Nix ist fix. Gut, der hat nix. Passend. Da war irgendeine lange Nummer. Vielleicht ist es eine längere Nummer. Der Technologie wird es nicht sein und der Artikel auch nicht. Dann, wenn, dann da war irgendeine Nummer mit einem 10er, recht eine lange. Das ist neues Datum. Das müssen wir uns merken, Leute. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da jetzt reinkommen werden. Leider. Was wir natürlich auch noch machen können, ist, dass wir. Jetzt schalte ich das noch durch. Das, was wir auch noch machen können, ist natürlich, dass man. Siehst, das könnte aber bei den Cyberpsychos könnte das auch sein, eigentlich ein Code. Die haben wir auch teilweise Nachrichten hinterlassen, ne? Das tut mir äußerst leid, ich meine, dass das da jetzt ein bisschen dauert, aber es lasst mir keine Ruhe. Nix, Notizen. Grimoire, das haben wir schon hinter uns. Netwatch, da war irgendein langer. 10, 5, 10, 5, 38. 10, 5, 38. Steht da irgendwo was? Versuch da reinzukommen, Alter, na wie denn? Du könntest durch was sagen, ne? Wenn du was weißt. Ah, Johnny. Wie wäre das?
Schön, dass wir den Johnny Silverhands kennen, obwohl er eigentlich nur in unseren Gedanken existiert, ne? Schade, schade, ich wäre da sehr gerne hineingekommen. Steht da irgendein Code? Komm jetzt gleich im Bett? Das glaube ich auch. Schau, was der macht. Da schwebt die Stufen rauf. Was? Hallo. Okay, das war's. Wollte nur Hallo sagen. Ja, leider, Leute. Ich habe keinen Schimmer. Einzige, was man da... Warte mal, was man da probieren könnten. Okay, sechsstellig. Na gut. Wissen wir nicht. Sehen wir sie da. Johnny, tut mir leid. Ich habe keinen Schimmer, wo das ist, was das ist. Somit werden wir wieder ein paar Questerl machen. Und zwar wollte ich da ein bisschen die ganzen Nebenaufträge abklappern. Vielleicht machen wir den einmal. Dann können wir da uns auch... Da werden wir uns aber den Schnellreisepunkt nehmen, oder? Der da links oben ist. Ich wollte nur noch kurz schauen, ob da nicht da unten sollte, ob da nicht noch irgendwas ist. Okay, da ist eine ganze Bande. Das ist nur der Markt, da ist ja sonst nichts. Da waren wir zuerst mit der Blue Moon drin. Kurz einmal alles noch abschauen. Genau, da ist nur die Unterführung. Da wird schon wieder geknipst. Leute, ja, was seid ihr gleich nervös? Entschuldigung. Meine Güte. Na gut. Schade, dass wir die Tür nicht aufgekriegt haben, aber ich habe es probiert. Wir haben geschaut, ich habe keinen Schimmer. Ja. Und zwar werden wir da jetzt eine Schnellreise machen. Zumindest ein bisschen schneller. Vielleicht ist das geschwinder. Und dann hupfen wir dort auf. Ne? Glaube ich nicht so schlecht, wenn wir das so machen. Dann haben wir es nicht gar so weit. Fahren wir vielleicht mit dem Bike hin, da brauchen wir nicht so dermaßen übertrieben lang herumdrücken müssen. Das Bike. Ja, gegenüber, gutes Bratzerl. Was, neue Mission? Z, was? Warum eine neue Mission? Was war das jetzt? Journal, was war das? Wieder Auto oder wie? Aufträge. Etliche Fahrzeuge. Trax Jefferson. Ui. Schaut schon äußerst geil aus, oder? Da werden wir auch mal hinschauen. Ich habe gesagt, dass ich so. Entschuldigung. Wieder Rush Hour. Ich habe gesagt, dass ich so gut wie es geht die meisten Autos kaufen möchte. Außer wo man schon durchs, vom Stillen her gemerkt hat, dass das so dermaßen schlimm zum Fahren ist, dann lassen wir es natürlich. Schauen wir uns auf. Ja, wo gehst du hin?
Ich weiß, ich bin ja der Schlinge. Ich bin der Schlimme. Ich darf da gar nicht fahren. Ich mach's trotzdem. Ja, das ist ja genau. Ja, das T-Shirt. Samurai, war klar. Da darf ein Latte übrigens. Da war ja überhaupt noch nicht in dem Park, oder? Ah, schaut ja geil aus. Speichern. Ist ja mal geil. 125 Meter. Da überall um eine Turmkugel geschmeißt. Da Leute alles weggeschmeißen. Valentinos. Was meint er? Schön, wir haben Driller, kennen wir schon. Wurscht. Tja, eine richtige Goldgrube dort am Markt. Na? Also wenig sind da nicht von dieser ganzen Gangmitglieder. Das muss ich auch mal festhalten. Ne? In diesem Beton und Dreck, dieser Park ist eigentlich geil. Es ist schwer, Frieden zu erlangen, während du ein Leben lang lebst. Das Nachdenken ist wie die Stille im Auge eines Sturms. Imagine. Schön, dass er Mönch. Du lässt los. Du bist nicht fest in dieser Welt verankert. Nach und nach verlierst du dich selbst. Du musst dich läutern, dein Gleichgewicht wiederfinden. Ich kann dir helfen. Ach so? Setz dich. Soll das ein Scherz sein? Versteckte Kamera oder so? Sonst bist du neuen Dingen gegenüber offen eingestellt. Warum jetzt die Angst? Na gut, worum geht's hierbei? Meditation. Du meinst, Zen zu sein? Ganz genau. Okay, bin ganz Ohr. In der Stadt bist du von der Natur getrennt. Schluchten aus Glas und Beton, neonfarbene Augen. Der Dreck dieser Welt lässt dich ersticken. Ein Zen-Garten ist es nicht gerade. Du musst ruhen und wieder mit deinem Selbst in Kontakt treten. Du bist die Quelle. Alles, was du tun musst, ist aus ihr schöpfen. Bist du bereit? Kann natürlich jetzt eine Falle sein, oder? Fragen wir mal. Was genau springt für mich dabei raus? Selbsterfüllung. Du wirst deine Stimme hören. Und zwar nur deine. Alles andere wird verstummen. Geht das auch etwas weniger kryptisch? Du kannst dich nicht aus deinem eigenen Leben verbannen. Jetzt bin ich neugierig geworden. Ich kann's ja mal versuchen. Ich gebe dir einen Brain Dance zum Meditieren, um dein Bewusstsein zu befreien. Geben? Entscheide selbst, wie viel du mir zahlst. Na, 144 können wir ihm schon geben. Es ist ja wirklich nicht viel. Jetzt bin ich gespannt, ob wir am Arsch sind oder ob das was Cooles ist. Das sollte genügen. Wie du wünschst. Die ersten Meditationstechniken sollten unter Aufsicht angewandt werden. Lass uns anfangen. Ich leite dich an. Ich
das gut war. Das ist eine Meditation des Elements Erde. Geist der Natur, Mutter Erde, ich grüße dich. Wir sind gleichen Blutes. Ich bin du, du bist ich. O Mutter Erde, die mich und alle Kreaturen der Welt gebar, bleie meinen Körper und meine Seele von Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negativer Energie anderer Menschen und Dimensionen. Bleie mir die Kraft des Lebens. Bleie mir Gesundheit, Jugend, Wissen, Stärke, Freude und inneren Frieden. Wir gehen über Erde und Wiese, Natur in voller Blütezeit. Wir ziehen unsere Schuhe aus. Mit unseren bloßen Füßen nehmen wir die Energie der Erde auf. Wir spüren Freude, Klarheit, Reinheit im Herzen und in der Seele. Wir schreiten über die Erde. Schmetterlinge lassen sich auf Blumen nieder. Bienen sammeln Nektar. Wärme und Freude umgibt uns, durchdringt uns. Wir nehmen die Energie der Erde mit jeder Faser unseres Körpers auf. Unsere Seelen sind rein. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufpasst. Wir danken dir, Mutter Erde, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich, wie auch ohne die anderen Elemente, gäbe es kein Leben. Irgendwie geil. Hallo? Netter Zaubertrick. Shit! Super! Platzt mal gleich das Hirn. Aber das macht nichts, da hat wohl die Tarotkarten. Wie müssen wir da hinfahren? Komisch. Pass auf, probieren wir da hinzukommen und wir werden da den Schnellreisepunkt nehmen. Nicht witzig! Nicht witzig! Wo war der Punkt? Sind wir richtig gegangen? Ja. Irgendwie aber ein cooles Platzl, da kann man nicht helfen. Ich werde da mit dem Müllabfuhr durchfahren, aber sonst. Und das machen wir, Leute. Das holen wir uns noch schnell. Je nachdem, wo das ist. Ich will mich nicht mit der Hanako treffen, jetzt wäre offen. 80 Meter. Dürfen wir da eh sein? Siehst du, mal schauen, ob wir da alles auch haben, ja? Man weiß mir nicht, was der gemacht hat, der Meister Petz, ne? Levelaufstieg haben wir auch gehabt. Wo geht's da hin, Jungs? Ha? Was guckst du denn da? Ha? Ist sowieso alles im Arsch. Ja, genau, deswegen nimmt man sich aus dem Mist, ne? Ernsthaft, komme ich da nicht drauf. Da ist ja die Tarotkarte.
Der Tod. Der Tod ist die Karte des Werdens. Sie symbolisiert eine bevorstehende schwierige Veränderung, das Ende einer Lebensphase und den Beginn der nächsten. Es ist unvermeidbar, dass bei diesem Wandel etwas verloren geht, aber dafür wird stattdessen etwas Neues entstehen. Ja. Wie es ausgeht hat, brauchen wir noch 3 Karten, ne? Aber wir werden uns da unten in Ebut klären. Ja, da haben wir ein paar Nebenquests. Da haben wir ein paar Nebenquests. Da unten haben wir Nebenquests. Ich würde sagen, werden wir dann da runterfahren. Das werde ich herrichten. Bis nächste Mal. Sag derweil mit dieser schönen Aussicht. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi und Baba.